Oh, nun geil. Hübsche Gemälde, die er da gemalt hat, ne? Sahen schick aus. So, können wir mit ihm hier reden? Oder ich sollte ihn besser nicht stören. Okay, dann stören wir ihn besser nicht. Dann werden wir mal den Polizeitypen hier. Ufer, Schrottplatz, Park, da. Polizeiwache. Vielleicht ist er ja da. Wahrscheinlich nicht. Hallo, mein Freund. Herr McPherson, was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern mit Ihrem Chef sprechen. Ist er da? Ja, das ist er. Ah. Wollen Sie ihn mit unangenehmen Fragen belästigen? Aber auf jeden. Woher wissen Sie das? Nur so geraten. Gehen Sie nur zu ihm, mein Freund. Die Treppe hoch und am Ende des Gangs rechts. Danke. Na dann. Können wir hier vielleicht uns ein bisschen umsehen? Was ist das hier? Dieses Stuhldesign wird sich nie durchsetzen. Echt nicht? Ich glaube schon. Aber hier ist nichts weiter. Wir können ihm die Waffe... Nee, können wir nicht klauen. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ja, meine Zelle. Wir können hier nichts tun, ne? Interessant. Lass uns mal klopfen da hinten. Was haben wir hier noch hübsch? War da was? Hier war was. Scheinbar hat das jeder. Was? Ein Aschenbecher oder was? Aber ich glaube, die Treppe hat er gesagt, ne? Da oben ist er. Achso, hier ist sein Büro. Hier ist alles clean. Hier ist nochmal das Büro. Wo man auch hinkommt, einen Alfons Mucher scheint es überall zu geben. Ja, ja, ja. Sieht so aus, als wäre keinerlei Haftbefehl ausgestellt worden. Hm. Warum ist das eigentlich gar zu still hier? Davon hat bestimmt jeder welche. Ja, also fast jeder hat irgendein Buch. Keine gute Idee. Er sitzt doch da. Okay, dann müssen wir loswerden. Inspektor Skalnek? Ah, da haben wir ja unseren tapferen Ritter. Sie Schlitzohr. Was wollen Sie von mir, McPherson? Ich bin auf dem Sprung. Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen zu Mark, dem Künstler, stellen. Was ist mit dem? Nun, Sie haben mir gesagt, es gäbe noch keinen Verdächtigen bei diesem Fall. Aber dieser nette junge Mann sagt etwas anderes. Was sagt er denn? Er sagt, Sie würden ihn der Verbrechen beschuldigen. Darf ich fragen, warum? Nun, ich fand ihn verdächtig. Sie nicht? Es spielt keine Rolle, was ich dazu denke. Mehr Zeit habe ich nicht für Sie übrig. Okay. Könnten Sie mir wenigstens die Akten zu den anderen Opfern leihen? Nein, McPherson. Warum nicht? Ich möchte nur einen Blick reinwerfen. Ich dachte, wir arbeiten Hand in Hand. Nein, das tun wir nicht. Im Gegensatz zu Ihnen arbeite ich für den Bürgermeister und nicht für Freudenmädchen. Es scheint mir also, dass wir für dieselbe Art von Kundschaft arbeiten. Meine Kunden haben allerdings Anstand und Ehrgefühl. Genau. Damit dürfte unser Gespräch beendet sein. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Er verweist uns die Tür. Ja, ja, ja. Oh, die Karre bewegt sich. Wer ist denn das jetzt nur? Wir hatten jetzt das Auto bewegt. Vor allem, das Auto ist jetzt weg. Das Auto ist jetzt weg. Aber hast du noch irgendwas? Nee, ne? Hallo, Kase. Sie müssen mir nochmal einen Gefallen tun. Und das wäre? Ich benötige einige Akten aus Skalniks Büro. Können Sie mich reinlassen? Leider nicht. Das könnte mich meinen Job kosten. War das Auto vielleicht das von dem... Oh, ach, vom was? Polizisten? Für einen guten alten Freund. Nein, das kann ich wirklich nicht machen. Aber die Arbeiter, die neben dem Gebäude beschäftigt sind, die könnten Ihnen vielleicht helfen. Was ist das denn für einer?
Danke für den Hinweis. Schönen Abend. Ich kann Sie leider nicht reinlassen wegen den Akten und so, ne? Aber vielleicht können Sie. Also, das ist. Oh, das Tor ist offen. Das ist die Polizei, wie sie lebt und lebt. So, hier sind keine Arbeiter. Wie komme ich da jetzt rein? Na toll. Jetzt habe ich eine Strippe. Super. Geht nicht. Was können wir denn jetzt hier benutzen? Wir können gar nichts benutzen. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Ich muss einen Weg nach oben finden. Ja. Versuchen wir ja. Abend, PC. Arm dreht. Oh, warte mal hier. Jetzt haben wir ein Stück Holz. Wahrscheinlich können wir das jetzt kombinieren. Jawohl. Nee, hier noch nicht. Wir müssen hier drüben das benutzen. Ein bisschen umständlich gelöst. Speichern. So, ich glaube hier. Warte mal, wir gucken erstmal. Damit können wir bestimmt ein paar von den Insassen befreien. Okay, sein Kaffee. Da könnten wir Schlaftropfen, wenn wir welche hätten, reinpacken. Wir haben aber keine. Davon hat bestimmt jeder welche. Mhm. Ist das seine Frau? Die sieht ja zum Davonlaufen aus. Warum können wir hier was benutzen? Schlüssel vielleicht? Ah, dafür sind die Schlüssel. Wir haben nochmal so einen Ring. Oh, geh raus. Du... Das Fenster ist auf der anderen Seite. Da hat einer oben geguckt. Die sind an einer anderen Stelle, die Dinger. Kann man die kombinieren? Nee. Was ist hiermit? Das ist klar, das ist kennbar. Was ist hiermit? Das kennen wir immer noch. Was ist hiermit? Das. Ah, das sind die Stellen, wo wir eine Vision hatten. Oh, und hier am Wasser hatten wir noch keine. Muss ich da jetzt hingehen? Die Brücke. Jetzt haben wir auch eine Vision. Ah, Ida, schon wieder? Alles in Ordnung? Ich kann nicht klagen. Aber wolltest du nicht hinter verschlossenen Türen zu Hause bleiben? Ja, wollte ich. Aber ich sollte doch auch zum Arzt gehen. Ach ja, stimmt. Und was hat er gesagt? Weiß er, was dir fehlt? Sie ist schwanger. Ja, das weiß er. Und was also? Kann ich dich was Wichtiges fragen? Jetzt machst du mir aber Angst. Sie ist schwanger. Was denn? Wie ernst ist es mit uns beiden? Sie ist schwanger. Wie ernst? Ich... Warum fragst du mich das? Beantworte bitte meine Frage. Aber Ida, worauf willst du denn hinaus? Liebst du mich? Natürlich liebe ich dich. Ich liebe dich nicht nur, ich vergöttere dich. Ich bete dich an. Ich erwarte ein Kind. Wirklich? Ja, wirklich. Deswegen war mir in letzter Zeit so oft schlecht. Ich verstehe. Und was willst du nun machen? Tja, da kommt wohl nur eins in Frage. Und was? Lass uns heiraten. Wirklich? Ja, in New York.
Meine Freunde und Verwandten könnten uns dort erstmal unter die Arme greifen. Gus, du bist wundervoll. Und weg ist er. Ich fürchte ja fast, sie wird sterben. Okay, wir können jetzt hier wieder das Bild rausholen. Das ist das... Nee, so war es nicht. Das war benutzen. So, ne? Ist das, das Richtige? Ja. So, jetzt gucken wir mal, wo die sich gegebenenfalls unterscheiden. Hier haben wir die Leiche. Die liegt hier drüber, drunter, wie auch immer. Gibt es irgendwas... Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ah, okay. Gibt es irgendwas, wo die sich unterscheiden? Namenlos. Hier liegt ein Paddel quer rüber. Das liegt hier auch. Hier liegt irgendwas, oder? Nee, der Stein liegt auch da. Die Bank auch. Das Ding ist auch da. Gibt es hier irgendwas? Vielleicht irgendwas auf der Treppe? Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Eigentlich hört man was... Hier. Ist hier irgendwas in der Nähe? Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Oder ich muss hier auf den Steg. Warte mal. Da komme ich aber gar nicht rauf. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Also wir hören wieder Herzschlag. Nee, ich dachte, der wird schneller. Wir hören gar nichts. Okay. Hier echt keine Änderung. Was ist mit dem Baum eigentlich? Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Sieht so aus, als hätten sie die Bänke ausgetauscht. Stimmt. Wo könnten wohl die Alten sein? Na, wahrscheinlich auf dem Schrottplatz, oder? Aber es stimmt jetzt, wo er es sagt. Warte mal, vielleicht ist es auf dem Schrottplatz. Schrottplatz, da. Guck mal, hier ist wieder das Auto. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden in der Richtung. Hat er vielleicht eine Info dazu? Hallo Peter. Hallo Gustav. Dein Name gefällt mir. Erinnert mich an meinen Vater. Aha. Ach, dein Vater hieß auch Gustav? Nein, Michael. Ich verstehe nicht ganz den Zusammenhang. Aber was soll's. Du sag mal, habt ihr hier schon mal alte Parkbänke reingekriegt? Ja, haben wir. Sind da drüben. Oh mein Gott. Da haben wir sie ja. Dank dir, mein überaus großer Freund. Du gefällst mir. Wäre schlecht, wenn dem nicht so wäre. Habe ich schließlich schon am eigenen Leib erfahren. Okay, wir haben hier die Bank. Was ist das hier? Guck mal, schon wieder ein Ring. Haben wir noch irgendwas anderes?
Die haben alle unterschiedliche Markierungen. So, wo ist das hier? Das ist... Oh Gott, in welcher Ecke waren das? Oh Gott, wo waren die Ecke? Überlegen. Ach, in der verbrannten... warte mal, verbranntes Viertel? Hier war das, glaube ich, ne? Genau hier. Die Lampe ist kaputt. Nee, hat damit nichts zu tun. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Der Gullideckel ist offen. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Oder auch nicht. Das Becken war zu der Zeit leer. Diese Nachricht wurde erst kürzlich eingeritzt. Jemand hat mir eine Spur gelegt. Die Schlampe weiß es? Aber hier finden wir nicht den Ring, richtig? Hier haben wir nichts weiter. Das erinnert mich an den Fall des Brandstifters von der Madison Avenue. Aber hier ist doch die Leiche aufgefunden worden. Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Kommen wir hier hinten weiter? Nein, kommen wir nicht. Da kommen wir nicht weiter. Hier ist der Typ weg jetzt, der Kutscher. Und hier ist aber nichts weiter drin. So, den anderen Tatort haben wir doch auch schon gesehen im Park. So, jetzt komme ich zum Beispiel hier wieder nicht raus. Jetzt tritt gerade der Bug in Kraft. Jetzt komme ich hier nicht raus. Und dazu muss man den Steuerungstyp umschalten. Und dann geht man hier nach vorne. Und dann, jetzt habe ich aber Tastaturmaus. So wollte ich hin zum Park. Und dann können wir nämlich hier wieder umschalten. Mal gucken, wie lange das diesmal dauert, bis es passiert. Aber zumindest kann man es beheben, das ist das Gute. Hallo, hier bin ich nochmal. Oh, Herr McPherson. Ach so. Könnten Sie mir wohl behilflich sein? Wo ist denn deine Freundin? Wo ist denn deine Freundin? Du wolltest doch immer aufpassen. Schauen Sie sich bitte mal dieses Foto an. Können Sie sich erinnern, was an dem Tag geschah? Ja, wie sollte ich das vergessen können? Ich war es, die Katharina fand. Inspektor Skalnick stellte mir einige Fragen. Gab es damals etwas Ungewöhnliches? Etwas, was Sie bemerkt haben, was Sie verwundert hat? Oder vielleicht wissen Sie etwas über diesen Ort, was sonst niemand weiß? Das einzig Seltsame war, dass Inspektor Skalnick etwas in den Gully warf. Wieso wirft er was in den Gully? Haben Sie gesehen, was es war? Nein, er kehrte mir den Rücken zu und ließ etwas fallen. Es war etwas Glänzendes. Deswegen habe ich es überhaupt zwischen seinen Beinen fallen sehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Wieso hat er was fallen lassen?
etwas. Noch ein Ring. Jetzt wird es aber langsam seltsam. So, hier haben wir nichts. Was ist das? Seltsam. Jemand muss das erst kürzlich verschlossen haben. Das Schloss ist brandneu. Haben wir noch das Schneidwerkzeug? Nein, haben wir natürlich nicht. Das haben wir ja auf dem Schrottplatz verloren. Aber wieso hat der das hier verloren? Was heißt verloren? Der hat es hier abgeworfen. So, da war nichts weiter. Gustav! Oh! Ja? Ich mache mir wirklich Sorgen um Apollina. Brauchen Sie doch nicht. Sie ist bei Mark, dem Maler. Ich weiß, aber sie hätte längst zurück sein sollen. Normalerweise dauert das nie so lange. Oh, haben Sie schon für ein Modell gestanden? Ja. Und es hat mir nicht gefallen. Und warum nicht? Er ist mir unsympathisch. Hat er Sie schlecht behandelt? Nein. Ganz im Gegenteil. Er war immer nett. Zu nett. Das macht mir Angst. Gustav, würden Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Gern. Könnten Sie einen Blick in Marks Atelier werfen? Okay, mach ich. Und wenn Apollina dort ist, sag ich... Dass Milena Sie sprechen möchte. Ihr Wille sei mir Befehl. Danke. Okay, dann gehen wir mal hin. Das Zugeschäft... Hier können wir gleich hier drüben hingehen. So. Seltsam. Niemand hier. Ich glaube, ich gehe einfach rein. Ja. Und womit? Oh. Anleitung zum Schlossknacken. Obwohl Schlösser vom Aussehen und der Sicherheit her variieren, funktionieren sie doch alle nach der gleichen Art. Für mich das Schlimme ist, das habe ich schon gelesen. Gewählter Dietrich wird durch Rechtsklick gewechselt. Ach du Scheiße. Na super. Na super. Der ist eingerastet, aber... Okay, jetzt ist der eingerastet. Jetzt der nicht mehr. Warum rastet der aus? Finde ich nicht in Ordnung. Ja, das wird lustig. Nee. Der rastet ein. Ich weiß gar nicht, welchen ich auf welche Seite packen muss hier eigentlich. So, die sind gelockt. Theoretisch kann ich die jetzt wegnehmen. Und schon verkackt. So. Ich muss die Bahn frei machen, so viel weiß ich. Hmm.
Aber es ist egal, mit welchem ich das hier auf und zu mache, ne? Das ist vollkommen egal. Oh, so geht's auch. Jawollchen. Ja. Nee. So. Jetzt ist der gesperrt. Ich muss den halten. So. Es hat nicht geklappt. Drehen. So. Eingerastet. Jawohl. Ach so, die mit den Kreisen sind die... ich glaube, jetzt verstehe ich es. Aber in der Zwischenzeit bin ich bestimmt 3000 Mal schon überrascht worden. Das heißt, wir können jetzt... Na toll. Na toll. Aha. Na toll. Muss man zweimal hier wiederholen, das Ganze. So, jetzt haben wir den eingerastet und jetzt können wir das machen. Das Schlimme ist jetzt nur... Wir können hier nicht zurück. Nein! Oh... Kann man wieder zurück, so. So. Habe ich dich gerade gedreht? Scheinbar nicht. Oh. Eingerastet. So, damit können wir den jetzt da einrasten. Jetzt müssen wir das hier wieder bloß auseinander kriegen. So, dann nehmen wir den jetzt zurück. Dann nehmen wir den zurück. Das macht einen Unterschied, wie rum man das macht, oder? Also mit welche Form benutzt werden soll, da bin ich noch nicht schlau genug dazu. So, nochmal. Klack. Das darf nicht. So. Der resettet den immer gleich wieder. So. Oh.
kriege ich die hier hinten auf? Wie kriege ich die hier hinten auf? Das ist das erste eigentlich wirklich Schwierige in dem ganzen Spiel. Okay, der holt den jetzt wieder. Und dann holt er den hier wieder zurück. Das Problem ist, ich komme da überhaupt nicht rein. Und der resettet den dann immer wieder. Das hilft alles nichts. Das Puzzle ist nicht trivial hier. Tja. Was mache ich denn? Der resettet immer alles. Och, das ist anstrengend. Warte mal. Wir können die alle. Oh. Ich glaube, ich gehe einfach rein. Genau, geh mal einfach rein. Ohne alles. Okay, fangen wir nochmal an. So. Damit rasten wir denn ein. Eingerastet. So, der ist jetzt dran. Der zieht den aber wieder nach. Das ist blau. Das ist dann durch. So, dann. Da verschiebt sich hinten was. Das ist soweit auch klar. Jetzt schieben wir entweder nach oben oder nach unten. Schieben wir nach oben. Und dann. Haben wir den. Soweit so gut. Wenn wir jetzt in Rote gehen, kommen wir genau in die gleiche Bredouille wie vorher auch. Der setzt irgendwas zurück.
Aber was machen wir denn? Oh. Habe ich jetzt... Oh, kriege ich das wieder repariert? Warte mal. Oh nein, verdammt. Shit. Ah, das ist doch zum... Also... irgendwas ist hier nicht richtig, was ich mache. Irgendwas ist nicht richtig. Wie kriege ich die doofe Lücke wieder auf? Oh. Nein! Ist doch... Das ist echt zum Mäusemelken gerade. So. Gefühlt gibt es hier kein System hinter. Wird schon ein System geben, aber gefühlt gibt es hier keins. Oh. Und jetzt bleibt hier nichts übrig. Ich komme hier nicht mehr ran. Wir können hier alles resetten? Nee, geht nicht. Warte mal, ich probier's nochmal. Ich glaube, ich gehe einfach rein. Nee, benutze einfach das Ding jetzt hier, komm. Probier was nochmal. So weit, so gut. Okay, das geht relativ einfach. Das. Das ist das gesperrt. Da hoch. Dann ist das gesperrt. So, wir können nicht sofort in das Rote rein, weil die sich gegenseitig schließen. Das heißt... Mh,
Okay. Jetzt so rot. So, jetzt haben wir den blockiert. Jetzt können wir den doch wahrscheinlich hochschieben, oder? Und jetzt? So, der unten ist jetzt frei. Was machen wir jetzt? Jetzt ist der. Nee. Okay, jetzt ist der Block. Hä? Ich muss die alten freigeben, die, also die vorhergehenden, die anderen. Wahrscheinlich damit die Sperre hier hinten. Sagen die hier. Sagen die Kullern hier irgendwas? Was passiert jetzt, wenn er frei ist? Okay, das hatten wir doch gerade, oder? Verstehe ich nicht. Oh. Moment, vorsichtig, Vorsicht, vorsichtig. Wenn ich den jetzt wieder andrücke. Moment, jetzt den gelben? Vorsichtig jetzt wechseln und den jetzt schieben, oder? Oh, 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 Moment, Moment, Moment. Ich jetzt Ei, 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 ei.